ab, Freunde, was geht? Dein Fußballer hier. Was geht ab, meine verehrten Damen und Herren, was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von Game of Jones. Heute mit Khaled wieder am Start. Barello ist wieder hier als dazugekommen. Und Bilal. Ey. So, heute müssen wir wieder ein Pärchen herausfinden, also ein Pärchen herausfiltern. Barello hat natürlich sehr viel Erfahrung mitgebracht, deswegen haben wir heute Verstärkung hier, ne? Und das ist so voll die Folge für den, ne? So, ne? Diese Fitner und so, ne? Ja, Mann, das ist genau dein Ding, Barello, oder? Natürlich, natürlich. Ja. So, hier kenne ich mich am besten aus. So, wir geben euch einmal kurz die Spielregeln hier. Hier seht ihr die fünf Kandidaten. Jeder einzelne behauptet, zu der Person vorne auf den roten Podest zu gehören. Doch nur einer der Kandidaten ist Teil des echten Duos und der Rest ist Fake. Und wir müssen herausfinden, wer die echte Person ist. Ich darf einmal die Kandidaten bitten, sich hier rein zu beamen. Runde 1. Also Freunde, wir haben jetzt die Kandidaten am Start und wir kommen direkt zur Runde Nummer 1. Ich bitte den Teilnehmer Number 1 einmal nach vorne bitte. Hi, mein Name ist Almano, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Herten, bin ganz normal am Arbeiten und das ist meine Freundin. Wir sind jetzt circa seit plus minus einem Jahr zusammen. Ich soll jetzt bitte nicht fragen, welcher Tag, irgendwas, alles so ein Ding, das kam einfach. Es gibt Sachen, die können mehr beschreiben als irgendein Tag oder irgendwas anderes. Jeder Babbler, der jetzt hier hinkommt und sagt 22.03.1973, der hat keine Ahnung. Die sagen alle bereiten so links, rechts, oben. Oder gibst dich noch einmal in Geschwindigkeit runter ein bisschen? Bruder, du kannst bei mir auswählen wie bei YouTube. Mach mal Untertitel an, Wallah. Nein, aber der war tak, 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 tak. Der hat gelernt vom Spiegel. Der hat auf jeden Fall Gas gegeben. Du bist 19? Ja, Bro. Und das ist deine Freundin? Richtig. Wie alt ist sie? Auch 19. Was ist sie für eine Landsfrau? Landsfrau Bosnierin. Was bist du nochmal für ein Landsmann? Deutscher, ich bin. Bist deutsch? Also Vorfahren. Pole, mies, das. Dies, das. Aber ich bin Deutscher, Bruder. Ich bin 100% okay. Deutscher. Deutsch. Habibi, Deutsch. Was sagst du, Barello? Passen die optisch zusammen? Optisch nicht so, ne? Denke ich nicht. Ihr Vater wird niemals erlauben, ne? Ich habe Ihr Vater kennengelernt. Ihr Vater hat kein Problem mit mir. Weil Ihr Vater sucht für seine Tochter einen vernünftigen Mann. Und nicht irgendeinen Mann, der gut aussieht. Aber das seine bist Tochter du auf jeden Fall nicht. Okay, tamam. Ja. Sagst du? Ja. 100%. Okay, okay. Willst du mir sagen, dass das nicht meine Freundin ist? Ja, es ist nicht deine Freundin. Tamam. Du willst mir sagen, dass meine Freundin nicht meine Freundin ist? Ist nicht deine Freundin. Okay. Ist das dein Freund? Nein. Warum? Der trägt weiße Schuhe mit schwarzen Socken, das sagt schon so viel aus. Wenn du meine Socken nicht wäschst, ich sagte vor 5 Wochen, ich habe keine Socken mehr, ich habe gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie diese Waschmaschine funktioniert. Warum? Ja, nee, du weißt, wir gehen heute hier hin. Willst du, dass ich scheiße aussehe? Allein, das passt nicht. Warum müsste ich seine Sachen waschen? Ich habe dich einmal gefragt, ob du mir helfen kannst. Ein einziges Mal. Aber Khalas, lass uns das zu Hause klären. So fertig, hast du mich hier vor. Scheiß drauf. Egal, lass uns das zu Hause klären. Fertig. Nicht hier. Ich würde nicht mit so einem Aggressiven zusammen sein. Also. Ich bin doch nicht aggressiv. Findest du das aggressiv? Das weißt du doch selber. Das macht mir schon Angst bisschen, ja. Ja, okay, Bruder. Dann, ich würde sagen, das war's erstmal. Ja, reicht, oder? Okay, reicht. Ich danke dir, Bruder. Tamam, dann rufen wir die Nummer 2 nach vorne einmal, bitte. Ja, hallo, ich bin Alessio, bin 20 Jahre alt und komme aus Mal, das ist meine Freundin. Aber Walla, wann ist der Sohn von Pietro Lombardi so alt geworden? Wie heißt deine Freundin? Alena. Wie heißt deine Freundin? Adriana. Adriana, Alena. Bruder, ich weiß ja nicht, was seine Freundin ist, aber seine Freundin ist auf jeden Fall nicht hier. So viel weiß ich. Was ist das für eine Landsfrau? Halb Türk, halb Deutsch. Wie alt ist sie? 19. Beide sagen 19, ne? Also. Beide sagen 19. Und beide sagen Adriana, Alena. Ne? Okay, okay. Was bist du für Landsmann, hast du gesagt? Halb Italiener, halb Deutsch bin ich. Du bist halb? Ist doch Pietro Lombardi. Das ist doch richtig, Warte. Halb Italiener, halb Dingens. Okay. Nixer, okay. So, die Nummer 3 einmal bitte. Hi, ich bin Ahmed, bin 21 Jahre alt, komme aus Herten und ich bin berufstätig im Krankenhaus. Und das ist meine Frau. Deine Frau? Ja, so eine nicht halt. Weil ich finde Freundinnen so, vor allem bei uns, wie Araber. Ah. Oh. Geh einen Schritt vorher, nee, das verdient. Stark, stark gesagt. Die heiraten so oder so ihre Cousinen, die labern. Die ist meine Cousine. Aber die ähneln sich auch ein bisschen, ja? Ja, ich weiß, ich bin hübsch und so, aber die ist noch hübscher. Ja, erzähl mal was über sie. Ja, die kommt aus Serbien, ist 21 wie ich. Wir sind seit 6 Monaten zusammengekommen. Seit 6 Monaten? 6 Monaten und wir sind glücklich. Wie ist ihr Name? Tamar. Wir sind seit 6 Monaten zusammengekommen und wir sind glücklich. Was bist du für Landsmann? Ich bin Araber. Ich bin aus Libanon. Libanon? Aus Libanon.
Alle aus der Hand nehmen! Ja! Ich würde sagen, nächster. Okay, danke dir. So, die Nummer 4, einmal nach vorne bitte. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ich bin Arian, 21 Jahre alt. Ich komme aus Aschaffenburg, das ist so in der Nähe von Frankfurt. Was bist du für ein Landsmann? Ich bin Kurde aus der Türkei, aus Dersin. Okay, weil, Bruder, du siehst älter aus als ich, wallah. Bruder, was soll ich machen? Gott hat gegeben, wir Kurden sind ein bisschen behaarter. Zum Glück nur ich im Gesicht als woanders, aber ja. Kennst du die? Die? Ja. Nein, Bruder, wer ist das? Natürlich, ist meine Freundin, Eleysa. Ja? Eleysa. Eleysa? Ja. Woher kommt sie? Kommt aus Bosnien und aus Türkei. Also halb, halb. Ihre Mama ist Bosnierin. Ihr Vater, die haben sich alle abgesprochen. Die haben sich alle auf Bosnien. Aber ja. Bruder, die sollen reden, was sie wollen. Was soll ich sagen? Die haben vorhin unten in der Proberunde gehört, was ich gesagt habe. Deswegen, was soll ich sagen? Aber warum hast du geprobt? Ja, Bruder, der ist ja zum ersten Mal vor der Jury, Bruder. Bruder, ich bin ein bisschen, ich sag dir, ja, ich bin kamerascheu. Ich hab zwar 2 Meter, aber ich rede nicht so gern. Ich lass Taten sprechen. Oh, Ayua. Ich hab automatisch Respekt bekommen, Mann. Also, Leute, ja, kann sein, ja. Die ganze Folge, vorsichtig sein. Das Problem ist jetzt auch, der hat Gips, ne? Der gerade da, der kann uns nicht mal helfen. Der kann nicht mehr helfen und der ist 2 Meter groß. Automatisch. Warte mit... mal, Barillo ist hier, Bruder, der ist auch so groß. Also der kann nur gerne, auf TikTok. Also ich sag ehrlich, Barillo kann auf TikTok groß reden, aber wir sind in der Realität, also... Barillo, stell dich mal gegenüber. Wenn er will, bald ist Universum. Stell dich mal gegenüber von dem. Sag mal, wie groß du bist. Stell dich mal gegenüber von dem, ich will sehen, dass er so redet. Warte. Nein. Was sagt er da? Wir können gerne ein Face-Off machen, nur aus Spaß, so ein Face-Off hier. Neben deiner Frau fasse ich dich nicht an, ja, wenn das deine Frau ist. Weißt du, was das Ding sein wird? Nachdem ich dich bei Universum K.O. gehauen habe, in der ersten Runde wird meine Frau dich auslachen. Ich will sagen, Dickster, ja? Ich glaube, ich habe es nicht. Okay, Bruder, danke dir erstmal. So, die Nummer 5. Also, mein Name ist Omar. Schau den Anschalt, schau mal nach vorne, ja? Alter, eine Schnauze. Rede mal nicht, mit deinem 1,20 Meter da vorne. Ich bin 21 Jahre alt und bin Vollblut-Libanese. Vollblut-Libanese? Noch ein Libanese? Hier geht's ja richtig ab, Alter. Cello, hast du hier eine Libanesen-Flagge da reingetan? Und das ist, wer ist das? Das ist Amina. Was für eine Landsfrau? Sie ist halb Bosnierin, halb aus Bangladesch. Tschüss. Bruder! Jalla. Also ganz ehrlich, feststeht, dass sie Bosnierin ist. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja. Ach so. Okay, wie lange seid ihr zusammen? 2,5 Jahre. Wie alt bist du? Ich bin 21. Und sie? 24. Wie heißt du? Leila. Ist das dein Freund? Nein. Ihr lügt. Sag, die sind gleich groß, die reden. Ich will nicht sagen, aber... Nur weil du 1,80 Meter bist, heißt es nicht, dass du was zu sagen hast. Ich bin ein bisschen größer als er, von daher wird es von... Bist du, glaube ich, gar nicht. Ich habe ein gutes Herz, das reicht. Die passen ordentlich am wenigsten. Ja, aber der muss erstmal zurückgehen. Aber was willst du damit sagen? Passen gar nicht. Okay, du nur, Bruder, ich danke dir, Omar. Ja, okay, Freunde, wir müssen uns jetzt von einem Kollegen hier verabschieden. Einer von den 5 Kandidaten da hinten passt nicht zu der Dame hier vorne. Was sagst du, Khaled? Wer ist dein, nicht dein Top-Favorit, sondern wo du sagst, der passt nicht. Er passt am wenigsten zu der Dame. Boah, ich bin dir ehrlich, der von Pietro Lombardi passt gar nicht. Die sind alle, ich will noch eine Runde noch mit drin haben. Sag ich dir ehrlich, Bruder, wallah. Er ist haram, ne? Nummer 3 oder Nummer 5? Ja. 3 oder Nummer 5? Ja, aber ich glaube Nummer 5 ist jetzt zum Training. Der sieht ja aus wie ein Fußballer, der muss zum Training. Ich will den rausgeben. Oder eine Sache passt gar nicht. Deine Tasche in Blau, ich weiß nicht warum, aber... Ja. Sie hat sie mir geschenkt. Ja? Deswegen krieg ich sie. Was sagst du? Komm, wir müssen jetzt eine Nummer haben. Ich sag Nummer 5 raus. Nummer 5? Ja. Weil ich bin am Tendieren zwischen 2 und 5. Ich sag Nummer 2. Ja, deswegen. Also ich würde sagen Nummer 2, also... Okay. Raus. Ja, ich sag auch Nummer 2. Okay, schließ dich an. Doch. Doch. Nummer 2! Ja, okay, ist Alessio. Passt nicht zu ihr. Wallah, ich hab Angst, dass er gleich draußen sitzt und weint, wallah. Küss dein... Hey, nix gegen Alessio, wallah. Alessio, ich küsse dein Herz, mein Bruder. Wir verabschieden uns, aber wir sehen uns gleich nochmal bei der Auflösung, ne? Also du bist gleich nochmal dran, okay? Ich küsse dein Herz. Runde 2. So, jetzt kommen wir zu Runde Nummer 2. Die Kennenlern-Story wollen wir jetzt hören. Vorher war die Vorstellungsrunde, jetzt die Kellern-Story. Nummer 1, bitte einmal nach vorne. Vor 2 oder 3 Jahren war das, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich war mit meinen Kollegen am Kanal bei uns. Ein paar Kollegen da sind noch zugekommen. Von dem einen die Freundin. Am Kanal? Da war sie auch bei uns im Kanal in Herne. Okay. So, man chillt da abends, weißt du, was ich meine, so ein bisschen. Was ist ein Kanal in Herne? Du weißt doch, da, wo wir immer hingehen, im Sommer. Sagt mir nicht. Kanal. Auf jeden Fall, wir haben uns am Kanal das erste Mal gesehen gehabt. Wie gesagt, eine Freundin von einer Freundin, von der Freundin von meinen Kollegen. Du weißt, was ich meine, du kennst dieses Spiel. Danach nie wieder was zu tun gehabt, gesehen oder irgendwas. Und dann kennt ihr bei Instagram diese Vorschläge. Ja. So, da mal gesehen, Profil. Ich denke, die kenne ich doch. Erstmal nichts gemacht. So, irgendwann dachte ich mir, scheiß drauf. Die kam 2. Mal, 3. Mal. Ich habe einfach abonniert, so, nix. Wieder nichts passiert. Ich sag mal, so 3, 4 Wochen einfach gar nichts gewesen. Irgendwann, ich sehe eine Story von ihr. Bei uns, Halde, Zeche Ewald in Herten. Halde. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
99% der Frauen, die da sind, machen immer eine Instagram-Story mit Sonnenuntergang, dies, das. Ich schreibe einfach drunter, ich liege im Bett, mir ist lange, weil ich denke mir einfach scheiß drauf. Ich schreibe einfach, wie geht's dir, kennst du mich noch? Also, da hast du sie gefunden. Ja, wie gesagt, die wurde mir öfters schon mal vorgeschlagen, einfach so bei Insta, ich hatte die einmal gesehen. Na, hast du dir geschrieben, ja. Ja, aber ihr Gesicht so hat sich ein bisschen eingeprägt, wisst ihr, was ich meine? Warte, warte, ich will dir ein paar Fragen stellen und so, ja, klar. Ne? Wie viele Abonnenten hast du auf Insta? Bruder, lass das 120, 130 sein. Niemals würde es. Wie lange? Das ist mir auch wichtig. Ey, aber denk nicht, nach Story kam dann Liebesgeschichte mit, so hat sich das aufgebaut. Bruder, ich habe 4 Wochen nichts gehört. Die hat nicht geantwortet. Irgendwann schlich ich im Urlaub, ich bin mit meinem Kollegen in Urlaub geflogen. Schlich auf Liege, ist der Instagram benachrichtigt. Ich guck, die schreibt mir zurück, ja, hi. Ich sag, kennst du mich überhaupt? Nö. Ich sag so, hier vom Kanal, dies, das, wir haben uns gesehen. Ich schreibe, aha, ich wusste 100%, die kannte mich nicht mehr. 100%. Also was hab ich gemacht? Ich dachte jetzt, was soll ich jetzt machen? Entweder dieser Chat ist vorbei oder ich sag einfach, komm, lass morgen einen Kaffee trinken gehen. Ich bin gleich Abend noch zurückgeflogen, das war letzter Tag von Urlaub. Aber wer schreibt, lass mal einen Kaffee trinken heutzutage? Ja, das Bruder, ich küsse dein Herz. Was soll ich machen? Leute, das so macht gar keinen Sinn. Wieso sollte ich mit einem Fremden Kaffee trinken gehen? Das macht gar keinen Sinn. Aber so lernt man sich doch kennen, oder nicht? Ja, aber als ob ich ihm 4 Wochen nicht schreibe. Dann nach 4 Wochen oder keine Ahnung, ich habe die Geschichte jetzt nicht so ganz verstanden, die du dir ausgedacht hast. Ich kann nicht, ich komme nicht klar. Aber auf jeden Fall, das macht gar keinen Sinn. Dann hätte ich mich doch bei ihm gemeldet, wenn ich Interesse gehabt hätte, oder? Vielleicht hast du das nicht gesehen oder so. Was, ich verstehe. Das Schlimme für mich ist, ihr müsst verstehen, wir haben diese Geschichte erlebt und die versucht mir das jetzt so, als würde sie mich nicht kennen. Das außerdem stehe ich drauf, Leute persönlich kennenzulernen. Also wirklich, hätte der Interesse gehabt, der hätte mich persönlich fragen können, aber nicht über dieses Insta und so. Aber sie sieht ja, sie scheint auch sehr, sehr vernünftig zu sein, also. Das ist eine der vernünftigsten Frauen, die ich gesehen habe. Weil jeder kennt das, du gehst feiern, du gehst so mit Frauen, du merkst das, die setzen sich direkt neben dich. Ein Arm hier, ein Arm da, weißt du, was ich meine? Das ist so ein Playboy? So nicht. Was für Playboy? Das. Ein Arm hier, ein Arm da. Wir haben eine gekämpft, du sagst mir, ein Arm da, ein Arm. Oder ich bin kein Mensch, der auf irgendeine Frau zugeht, weil er irgendwie eine klären möchte, nur so aus Prinzip oder irgendwas. Wenn ich eine Frau kennenlerne, dann lerne ich die ernst kennen. Ich würde sagen, warten lassen und den nächsten hören wir ja, weil was sollen wir noch mehr hören? Er sagt, was wir kennengelernt hat. Okay, ich danke dir, Bruder. Nummer 3, Libanon. Auf jeden Fall ist auch so, dass es hat ganz locker, ganz spontan. Wir haben beide die Ausbildung angefangen am 1. April 2022. In einem Kurs, da kannte ich niemand. Und dann mit der Zeit, nur als Mitschülerin, man hat irgendwann gesprochen, unterhalte ich, in der Pause was gegessen. Und so weiter. Und dann irgendwann, nach 1,5 Jahren, ich habe nie von ihr was verlangt und sie von mir, soweit ich weiß, auch nichts. Nach 1,5 Jahren kam er noch in der Phase Zwischenprüfung. Da muss man schon ein bisschen Präsenz zeigen, weil da kommt man weiter, man wird zum Examen zugelassen oder nicht. Und man muss auch so geben, auch wenn sie nur so aussieht, die ist Streberin, die ist schlau. Und ich war immer so der Schüler, der Mittelbasis war. Ich habe sie eingeschrieben. Ja, so siehst du auch aus. Irgendwann ist mir aufgefallen, ich war noch in der Lernphase. Die ist mir aufgefallen. Ich habe gesagt, ey, sag mal, können wir vielleicht ein bisschen lernen zusammen? Und die war irgendwie sehr offen, ne? Die meinte, okay, warum nicht? Kann man machen. Also ich habe den Antwort nicht erwartet. Aber dann haben wir uns verabschiedet, dass wir zusammen lernen. In ihrem Auto. Die fährt Hyundai N20. Nein, bei dem, wenn der redet, Walla, da kommt schon diese arabische Schrift, Bruder, weil diese Untertitel hat er auch nicht verstanden, Bruder. Ich bin echt Araber. Der erinnert mich an diese, kennt ihr noch diese eine, aber diese Straßenumfrage, wo der so sagen, Mann, ich will den Intensivsatz was sagen. Das kannst du reinsteigen. Das ist ein Siebstation. Auf jeden Fall, wir haben uns getroffen. Wir haben gequatscht, gesprochen. Ich bin zurückgefahren. Sie ist auch zurückgefahren. Also, sie hat mich nach Hause zurückgefahren. Auf einmal, ich gucke mein WhatsApp. Da hat mich geschrieben, ey, das war voll cool. Du bist sympathisch. Du bist korrekt. Leute, ich hätte sowas persönlich gesagt. Wieso alles WhatsApp? Die sind irgendwie alle so. Du hast dich noch nicht getraut. Die sind alle diese junge Generation, immer dieses WhatsApp, Insta. Schatz, du bist genauso alt wie ich. Janne, schreiben die Briefe? Junge Generation, die ist 21. Wir sind nochmal rausgegangen und irgendwie mit der Zeit sind wir zusammengekommen. Schatz, schau mal bitte nach vorne, ja, reicht. Ja, Sammy, red doch nicht. ey, warte. Wo er das gesagt hat, hat sie sofort nach vorne geschaut. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist ein Indiz, das ist auf jeden Fall ein Indiz. Da ist was dran. Ey, schau mal vor, die so. Richtiger Effendi. Ey, da war was. Okay, Bruder, du darfst wieder nach hinten. Nein. Da war auf jeden Fall was. Nummer 4. Bevor ich überhaupt anfange zu reden, also ich habe von hinten den Jungs zugeschaut. Der eine, die ist Friseurin, die wird niemals mit so einem abhängen. Allein sein Übergang hinten, Bruder, ist nicht mal gerade. Das ist Schäme. Lass mich ausreden. Das ist Schande für sie, wenn sie mit so einem rumlaufen würde. Ihr Vater wird das nicht mal akzeptieren.
was ihr Vater noch nicht akzeptieren werde, so ein, der nicht mal Deutsch sprechen kann. Bro, du bist Vater. Bruder, ja, Samuel. Ihr Vater ist ein harter Geschäftsmann, der wirklich viel hart arbeitet. Der wird sowas niemals akzeptieren. Du kannst ruhig lachen da hinten. Du hast dein Geld auch nicht von heute auf morgen bekommen, oder? Du hast auch hart gearbeitet für dein Geld. Nein, ich rede nicht mal wegen dem. Ich dachte wegen dem, Wallah. Bruder, der ist gut, der Samuel. Da hat es mal Mitsprache. Nein. Bruder, Mitsprache. Bruder, meine Mutter hatte mal gesagt, behandle eine Frau wie eine Prinzessin. Dann weiß sie, dass du von einer Königin erzogen wurdest. Hat deine Mutter recht? Erzähl mal eure Kennenlernstory. Also wir haben uns... Warum lacht ihr jetzt? Was ist denn so lustig? Ich weiß auch nicht, Alter. Wir müssen... Also ich habe wegen Kurt Thiebaud gelacht und so, ja? Ja. Die Daten erzählt und so. Also wir haben uns kennengelernt. Wir waren bei meinem Cousin auf der Hochzeit. Ich bin dafür bekannt, dass ich ein bisschen zu spät komme. Lass mich bitte ausreden, Schatz, okay? Ich würde, ganz kurz, sorry, aber Hochzeit, das ist schon für mich ein No-Go. Ich würde niemals auf kurdische, hast du gesagt, oder? Kurde bist du. Ich würde niemals auf eine kurdische Hochzeit gehen. Das ist wie Tinder für Kurden und Libanesen. Eine Frage. Du machst hier gar nichts. Ich wollte gerade sagen, machst du überhaupt nichts? Abendest du überhaupt? Ey, Bilal, wie redest du über meine Frau? Ja, sag, rede mal nicht mit deinem 1,50 Steinten, ja? Halt deine Schnauze nur, weil du über 1,80 bist. Okay, du hast ja von der Hochzeit... Ey, aber die kommen alle vom Frankfurt Hauptbahnhof. Nein, komm, nein, warte, erzähl weiter. Auf jeden Fall, wir waren auf der Hochzeit. Ihr Vater, mein Cousin ist Ingenieur und ist bei ihrem Vater in der Firma, also er fährt von Werkstatt zu Werkstatt, ne? Ihr Vater hat eine eigene Autowerkstatt und er ist TÜV-Prüfer also. Und das sind die besten Kunden sozusagen bei ihm und dadurch war sie auch eingeladen, die haben sich halt dadurch auch angefreundet und sonstiges, weil sie auch oft ihrem Vater in der Werkstatt hilft. Und dann habe ich halt, weil ich später gekommen bin, bei Slam Standard. Ich kenne mich nicht mit Autos aus. Ja, musst du ja auch nicht, wenn du im Büro sitzt, oder? Alles gut, lass mich bitte ausreden, meine Geschichte machen. Du musst dich gegen jeden jetzt hier schießen, okay? Auf jeden Fall habe ich dann halt gefragt, ob sie sich da einstellen will, weil sie nichts gesehen hat. Da haben wir so diesen ersten Augenkontakt mit ihren schönen braunen Augen. Haben wir dann, hat so ein bisschen gefunkt bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei ihr war. Und dann ging es nach dem Standesamt. Ich muss halt auch mein Ding machen, das ist mein Cousin. Ich meine, ich muss mich auch darauf fokussieren, nicht nur auf sie. Dann sind wir dann später dann zu der sozusagen Party gefahren, ne? In eine kleine Halle haben wir dann eine Party gefeiert. Und saßen wir zufälligerweise am gleichen Tisch. Und dann bin ich halt zu meinem Cousin gegangen, habe halt gefragt, wer sie ist, weil ich sie nicht kannte. Ich kenne eigentlich jeden auf dieser Hochzeit, aber ich kannte sie noch nicht. Es war so komisch. Und dann hat mein Cousin direkt gesagt, Finger weg von ihr. Weil es von das war seine Cousine bestimmt. Von seinem besten Kunden, die Tochter, so Finger weg. Ja, so dann, aber wir saßen halt am gleichen Tisch, hat er halt gesagt, aber kümmere dich um sie. Sie ist ein bisschen, nicht direkt schüchtern, aber sie öffnet sich erst spät Menschen gegenüber. Kümmere dich halt ein bisschen um sie und so. Dann habe ich mich halt ein bisschen auch um sie gekümmert und halt ihr aufmerksam gehen. Sind wir halt in so ein Gespräch gekommen. Und das hat dann so gepasst, so einfach, was sie in ihrer Vergangenheit erlebt hat, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe. Also der sagt das so sehr plausibel eigentlich, oder? Wie lange ist das her? Am 6. April war das, 2022. Am 5.5. sind wir zusammengekommen, falls du das noch fragen willst. Film das diese? Das macht doch gar keinen Sinn. Er sagt, ich brauche Zeit, mich zu öffnen, aber dann hat er sich um mich gekümmert. Ein fremder Mensch, das macht doch gar keinen Sinn. Weil wir einfach wenn wir die gleiche Vergangenheit haben, öffnet man sich automatisch ein Mensch. Guck mal, du musst es nicht mir erklären, wenn ich anscheinend deine Freundin bin, dann weiß ich es doch. Sie schießt gegen jeden. Prototypisch. Damit sie der Jury halt so links. Ich sag mal so, von allen passt, also seine Story ist schon so plausibel, ne? Also schon so flüssig erzählt. Die Nummer 3 war auch eigentlich, aber Nummer 1 hat irgendwas mit Kanalreiniger, keine Ahnung was mit dem. Den glaube ich gar nicht, den würde ich rausschmeißen, aber wir haben noch den. Deswegen, den müssen wir noch hören. Kanalreiniger. Ja, so hat er irgendwas erzählt, Jolla. Da musst du besser zuhören oder Hörgeräte holen, sag ich dir so. Ich rede nicht mit deinen schwarzen Socken, weiße Schuhe, ja bitte. Ja, okay, komm, dann danke dir, Bruder. Danke. Ist die Nummer 5. Ja. Also, ein sehr guter Freund von mir, der hatte eine Veranstaltung, so ein Festival. Und so ein Mädchen wollte Karten kaufen von ihm. Auf jeden Fall hatte dieses Mädchen keine Zeit und dieses Mädchen ist ihre beste Freundin. Und dann hat sie, also die beste Freundin hat sie gefragt, ob sie die Karten abholen könnte. Dann haben wir uns mit ihr getroffen, aber ich kannte sie nicht. Wir haben gar nicht geredet. Dann habe ich sie halt nur gefragt, hey, wie alt bist du eigentlich? Dann hat sie mir ihr Alter gesagt. Sie war damals 22. Auf jeden Fall hat sie mich dann gefragt, wie alt bist du? Dann habe ich gesagt 19. Dann hat sie gesagt, dann halt Abstand von mir, hat sie erstmal gesagt. Auf jeden Fall dachte ich. Ich würde sowas niemals sagen. Auf jeden Fall dachte ich mir, Alter, dann, okay. Kann ich kurz? Auf jeden Fall dachte ich mir, dann, mal, okay. Warte mal, sag mal, was willst du? Alter ist völlig egal, so in meinen Augen. Im Alter ist dir egal. Aber ich würde es deswegen niemals sagen. Wenn es passt, passt so. Da ist Alter egal, ob es 19 ist, 20, 24, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Vom ersten Blick her fand ich sie süß, aber ich war halt wirklich so ein Mensch, so.
ich hatte mit vielen Mädchen Kontakt so. Auf jeden Fall, dieser Freund, der hat sie halt dann gefragt, weil er sie kannte, hat er zu ihr gesagt, von der besten Freundin damals, hat er gesagt, hey, hast du Lust, vielleicht mitzukommen, Shisha rauchen? Dort schon am Platz, wo das Festival stattfinden sollte, weil wir wollten es auch an dem Tag zusammen anschauen. Auf jeden Fall waren was wir... Was war das für ein Festival? Das war so ein Open-Air-Festival. Was der ist so für Veranstaltungen zuständig und der hat das dann gemacht. Auf jeden Fall. Warte mal, ganz kurz. Das ist ein Freund von uns beiden. Genau, also wieso kannte ich dich dann nicht? Du warst nicht immer dabei, wenn wir uns getroffen haben. Das macht so gar keinen Sinn. Auf jeden Fall, hört mal die Story weiter. Sehr gut, Schatz. Ja, genau geht so. Das noch lange, die Story? Ja, schon noch. Zehn. Mach doch Cut, mach ich mal muss so ja die Wahrheit Jumper erzählen. Drin. Nein, alles passt zueinander. Deswegen lass mich die Wahrheit erzählen. Leute, schick den gleich zurück, macht gar keinen Sinn. Ha? Ja. Schick den gleich zurück, das macht gar keinen Sinn. Die will mich gleich zum Hund machen, also ihr werdet es bereuen. Aber einer, der viel erzählt, lügt auf ihn, ne? Ihr werdet es bereuen. Er versucht das zu... Barello, ich mag dich jetzt irgendwie, ja, du hast recht. Ihr werdet es bereuen, ich sag's euch. Ich sag's euch, ihr werdet es bereuen. Auf jeden Fall lasst mich weiter und dann könnt ihr weitere Fragen stellen. Auf jeden Fall sind wir dann dahin gefahren und ihr wisst ja, Mädels machen dann so Snap, wenn die am Shisha rauchen sind, so wie jede zweite so. Auf jeden Fall hat sie dann so einen Snap gemacht und auf diesen Snap hat man mich gesehen. Und ihre beste Freundin, sie kannte meinen Namen nicht, okay, aber sie kannte mich so vom Hören halt. Auf jeden Fall hat sie dann gefragt, hey, was machst du mit Mahmoud so, weißt du? Weil die wusste, dass ich Libanese bin, aber sie wusste nicht meinen Namen. Auf jeden Fall. Hast du einen Vertrag mit auf jeden Fall? Ich rede halt so. Dann war sie mit ihren besten Freundinnen und ich war halt eigentlich mit meinem besten Freund. Mach mal so ein Indianer mit so Musik drunter. Ihr werdet sehen, ihr werdet es bereuen, ich sag's euch. Lass mich weiter erzählen. Okay. Bitte, wenn der beim ersten Treffen so viel reden würde, dann wäre doch eh schon vorbei. Okay, wartet ab. Boah, der ist stark gewesen. Wartet ab. Auf jeden Fall war das dann so, wir haben uns beim Festival wiedergesehen, aber ich bin nicht so einer, der nach Snapchat, Insta fragt direkt, sondern wenn ich sie auf Snapchat oder Insta finde, dann edde ich die und dann schreibe ich die an. Auf jeden Fall habe ich dann Freundin. Hab ich auf jeden Fall gesagt. Lass mal leise. Okay, warte, guck mal, ne? Also da musst du auch wissen, wie sie auf Snapchat heißt. Ja, natürlich, weißt du. Okay, wie heißt sie? AXMINAAA. Auf jeden Fall ist es dazu gekommen, dass wir uns getroffen haben. Jack, was lacht der ja selber? Auf jeden Fall ist dann dazu gekommen, dass wir uns mal gesehen haben. Wir haben uns getroffen. Und das wurde dann halt öfters, dass wir uns getroffen haben, weil man will sich ja richtig kennenlernen. Also und irgendwann waren wir halt in der Shisha-Bar und ich hatte meinen Führerschein noch nicht, aber sie ja schon, sie ist ja älter. Sie hat mich abgeholt. Sie hat mich abgeholt und mein Ausweis dann bei ihr im Auto runtergefallen. Oder du hast ihn weg runtergeschmissen. Nein. Er ist runtergefallen. Beim Zeigen habe ich den wahrscheinlich hinten in die Tasche reingemacht und im Auto ist er runtergefallen. Ihre Mutter ist am nächsten Tag mit dem Auto gefahren und sie wusste, sie trifft sich mit einem Jungen, aber sie wusste nicht, wer es ist. Sie hat diesen Ausweis genommen. Oder können wir diesen Film mal einen Cut machen? Sie hat diesen Ausweis genommen und hat gesagt, hey, ich kenne jemanden von dieser Familie, ist es dein Freund, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, ich lerne ihn gerade kennen. Dann haben wir so ein Foto geschickt von meinem Vater und die hat gesagt, ja, die haben früher, so bevor wir uns kannten, haben die ganz früher nebeneinander gewohnt, die sind zu Kaffee trinken gekommen. Danke dir für die Story. Auf jeden Fall war krass, Mann. Okay, du werdest es bereuen, ich sag's euch. Du darfst wieder nachreden, ich küsse dein Herz. Oder? Die erzählen alle aber so ein bisschen ähnliche Stories, ne? So ein bisschen ihre Herkunft. Also, kennen Sie, die haben sich alle getroffen, ja. Bruder, was können wir denn sagen? Guck mal, er erzählt was vom Familienfreunde, er vom Familienfreunde, weißt du? Er erzählt was von Kaffee trinken früher, der erzählt was von Kaffee trinken. Also alle haben mit dir geschrieben, aber auf jeden Fall, das steht auf Schreiben. Barello! Es reicht. Guck mal, alle hinten, hey Barello, es reicht. Der andere so, okay. Ein müssen wir jetzt rauskicken, Barello. Was sagst du, der, wo du sagst, der passt gar nicht. Bruder, wo ich würde den rausschmeißen. Nein, ich schmeiß die Nummer 5 raus. Bruder, wo er Snapchat-Namen auspackt, AXQYZ, willst du mich verarschen, Bruder? Ja, dann weiß er wirklich. Woher weißt du das, Bruder? Woher ja, hab ich gesagt? Überprüfen. Also ich glaube, der hat gelogen. Also ich glaube, der hat irgendwas gesagt, weil der weiß... Also 1 oder 5, ne? Ja. Die Tendenz ist hier bei 1 oder 5. Was sagst du, Bilal? Auf jeden Fall. Die 5. Ja, ich würde auch sagen, die 5, ja.
Ja, okay, dann machen wir 5 weg. Ihr werdet es bereuen, ich sag's euch. Wir kommen gleich zur Auflösung, deswegen Nummer 5, wir verabschieden uns einmal, alles ja? Alles klar, mach's gut. Ich muss das Snapchat. Habibi Libanon. Runde 3. So, Freunde, wir kommen zur Runde Nummer 3. Jetzt wird uns jeder ein Geheimnis erzählen über sich und seine Freundin. Die Nummer 1, komm mal einmal bitte nach vorne. Jetzt will ich dein Geheimnis wissen. Schatz, ich weiß, du hast im Auto gesagt, ich darf das nicht erzählen, aber ihre Haare sind gefärbt. Die hat eigentlich so einen relativ, ich sag jetzt mal so einen Braunton, das nennt man Straßenköterblond. So einen Braunton wie ich quasi, der aber so ein bisschen verwaschen ist mäßig. Okay, okay, danke, der Nächste. Nein, warte, bleib mal. Warte, was soll ich sonst erzählen? Nein, warte, du hast schon alles richtig gemacht, schick den weg. Soll ich jetzt ein privates Geheimnis von ihr rausholen? Sind wir hier, wir sind hier bei einer... Ja, Bruder, dafür ist das da, das ist das Format. Was soll ich jetzt hier erzählen? Ein Geheimnis von euch. Was für ein Geheimnis von uns? Ja? Was soll ich erzählen? Weinen Sie oft? Oh nein. Ich würde mehr weinen als Sie. Guck mal, was ihr hier seht, ist die Fassade. Was ihr dahinter seht, seht ihr nicht. Sie ist eine Künstlerin. Schau sie in die Augen. Sie zeichnet. Also gucken Sie sich ein bisschen verliebt an, ne? Findest du nicht? Bangalow, ich komm gleich. Ich kotze gleich wegen dir, ja. Okay, danke dir erstmal, Bruder, ja. Die Nummer 3, ein Geheimnis über euch. Also nur die Info ist schon abgeklärt mit ihr. Ich will das nicht auf die Detail gehen, aber sie leidet unter psychischer Belastung. Warum lacht man? Das ist eigentlich nichts zum Lachen. Wenn du das hättest, du wärst nicht da gewesen. Was? Hättest du das gehabt, du wärst nicht hier gewesen. Ja, ist ohne Scheiß. Ich hab mal nicht verstanden. Wenn der unter dieser psychischen Belastung leidet, dann wäre der nicht so offen, unter Menschen zu reden und diesen Content zu erstellen. Das meinst du? Ja. Aber die ist doch auch hier. Findet ihr, ich sehe so offen. Ja, ich habe noch nicht zu Ende gesprochen. Ach so, sorry. Auf jeden Fall, die leidet daran, wegen Vergangenheit. Ich will jetzt nicht auf Detail gehen, auch wenn er mich rausschmeißt. Ist schon abgesprochen. Ich habe daran gekämpft, dass sie mir erlaubt, das zu sagen. Und es hat so seit 6-7 Monaten... haben wir das wieder im Griff, gemeinsam, und wir arbeiten immer noch daran. Es ist nicht weg, ist chronisch, mittlerweile. Und deswegen versuchen wir auch so viel wie möglich Zeit zu verbringen. Und dafür haben wir auch das Glück, dass wir in einem Arbeitsgeber arbeiten. Wir arbeiten in einem Arbeitsgeber, wir gehen in die gleiche Schule und wir haben auch fast die gleiche Betriebsart. Ja, Jonas, lach mal. Sorry, Bruder. Ja, okay. Der, danke schön. Bitte. Habt ihr Fragen? Sorry, nein, der andere. Ey, ich musste wegen ganz was anderes lachen. Nicht, dass das respektlos rüberkommt, Bruder. Denkt ihr wirklich, ich sag ein Geheimnis über meine Frau, ich bitte euch. Ja, nee, ein Geheimnis ist ein Geheimnis. Folt hat mich da hinten nicht mal da, würde ich sagen. Warum hat Kratan nicht gesagt, wo sein Gold ist? Weil es ein Geheimnis, oder? Nee, weil es Gold war, Bruder. Ja, Gold, aber das ist auch mein Goldstück, oder nicht? Ja, also willst du nichts erzählen, oder was? Ich erzähl gar nichts, nein, ihr kriegt aus mir nichts raus. Haut einen Stein in der Ecke, ich sag euch gar nichts. Chill mal, Bruder, das ist einfach mal... Aber eine Sache kannst du uns so irgendwie sagen. Bruder, ich sag gar nichts. Warum? Wir sagen Geheimnis. Ha? Weißt du, wir sagen Geheimnis. Ich hab mit dieser Frage nicht gerechnet. Okay, wie viel wiegt sie? Was? Wie viel wiegt sie? Warum fragst du sowas? Bitte, Barello, komm auf dein Leben klar jetzt, reicht. Die würde mit sowas niemals zusammen kommen. Ich rede ja mit dir so, nicht mit dir. Aber findest du die passend optisch zusammen? Guckt euch an. Ja. Das sah schon besser aus als meine gerade, ne? Ja, das sah schon besser aus. Da müssen wir schon zugeben hier. Also bis jetzt ist das wirklich so ein Favorit, würde ich sagen, ne? Barello, wir müssen zum Finale kommen. Einer muss raus und dann stehen und dann haben wir nur noch 2 und dann gibt's eine K.O.-Runde. Den in der Mitte würde ich rausschmeißen. Der in der Mitte? Ja. Warum? Ich würde auch die 3 rauswählen, weil ganz einfach, er sagt, die arbeiten seit 5-6 Monaten an ihrer psychischen Belastung und die sind gerade mal seit 6 Monaten zusammen. Habe ich auch gerade gehört. Also hast du den auch erwähnt, dass wir uns seit 2 Jahren kennen. Ja, aber habt ihr eure Beziehung gestartet mit einer Therapie, gemeinsam mit Therapie oder was? Seitdem wir so nah kamen, wir kamen nacheinander. Und erst dann hat sie es mir verraten. Die wird mir doch nicht sagen, ey, du bist aus meiner Klasse, ey, ich hab Depression. Ja, Bilal, was sagst du? Auch die Nummer, wir haben hier Nummer 3, Bilal. Was sagst du? Ja, ich bin ganz schnell für 3, Bruder. Ich okay. Gesagt, der nächste Libanese. Wir haben hier 3-mal die Nummer 3, Bruder. Der nächste Libanese muss uns wieder verlassen. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Danke dir trotzdem. Habibi. Runde 4. Willkommen jetzt zur Finale, Freunde. Hier ist eine K.O.-Runde. Hier sehen wir alle 3 Kandidaten oder die 2 Kandidaten nebeneinander mit der netten Dame in der Mitte. So können wir besser im Überblick behalten, wie das alles optisch passt und wollen euch gerne einmal eine kleine Diskussionsrunde haben hier. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zur Finale, zur Auflösung, ne? Wohnt ihr zusammen? Nein. Wohnt ihr zusammen? Seit Januar, ja. Was für eine Religion hast du? Islam. Du? Islam. Du? Ich bin Christ, aber konvertiert. Aber bist du konvertiert? Ich konvertiere für sie jetzt demnächst.
Ich bin Chris. Ich sag nochmal. Ich bin Chris, konvertiert. Du bist konvertiert? Ich konvertiere bald für Sie. Nein, wenn du mit. Ich weiß, manchmal rede ich ein bisschen unverständlich, aber ich konvertiere bald wirklich für Sie. Das hat nicht nur den Grund wegen ihr, sondern ich bin auch viel unterwegs. Ich sag jetzt mal immer mit arabischen Brüdern. Bisschen mit arabischen Brüdern? Viel über den Islam gelernt und das gibt viel Kraft. Ich hatte auch schwere Zeit. Der Islam hat mir sehr, sehr viel Kraft gegeben. Generell die ganze Religion. Oder du bist 19, warum hast du schwere Zeit gehabt? Allah, gerade schneiden. Du kannst, man kann. Ah, da ist super geredet. Jeder Mensch hat seine eigenen Probleme auf seine eigene Art und Weise. Und der ist auf einmal voll ausgetauscht, der ist auf einmal richtig ernst geworden. Ich bin schock. Ja. Sagt der Bruder, jetzt feier ich den. Ich die glaube, anderen drei Runden, Bruder. Also ich glaube, sie hat ihn, wenn die beide zusammen sind, wegen Charakter und so, ja. Das ich kenne das ganze Problem mit Vätern, Eltern. Bei uns Deutschen ist das anders, normalerweise. Okay, okay, dann ist eine Frage. Stehst du auf romantische Typen oder müssen die Classic sein? Wie müssen die sein, genau? Ehrlich auf jeden Fall. Ehrlich ist am wichtigsten und romantisch eigentlich. Ja, nein, eigentlich nicht. Aussehen? Muss halt mein Typ sein, ja, aber jetzt hübsch, hässlich, hat jeder andere Ansichten. Okay, dann eine Frage an diese Frau. Und diese fünf Typen, die da waren, oder von diesen zwei, bin ich schöner als die beiden hier? Bruder, bitte rede nicht. Du hast Bart. Ich habe letztens von meinen Arschhaaren habe ich Haare gespendet, das ist gerade an deinem Bart drin. Bitte rede nicht, ja. Also sie muss antworten, ne? Ja, die muss antworten. Bin ich schöner als die beiden hier? Als die beiden jetzt, oder als die, du hast doch gerade gesagt, alle als fünf. Als die zwei hier. Ansichtssache wieder, mein Typ bist du nicht. Dann lass mich auf die Reihe. Ich dir die bitte. Aber warum denkst du, dass sie zum Beispiel deine Freundin sein kann und nicht sein, und deine Freundin ist und nicht seins? Guck erstmal auf die Schuhe, auf die Farben. Redet er mir hier mit Wäsche waschen, was weiß ich was. Wäsche aber waschen. Das ist ja egal. Okay, okay. Von Charakter her oder von allgemein? Es gibt ja Kriterien, wo du was. Ja, Bruder, das wie sie sagt, Ansichtssache. So, ja, nee, ich denke, guck mal, sie hat dunkle Haare. Ich finde, eine dunklehaarige Frau passt nicht zu irgendeinem No Front jetzt, mein Bruder, an alle Hellhäutige oder Sonstiges oder Blonde. Vom Aussehen her jetzt. Vom Aussehen passt genau, nicht. Vom Charakter her. Oder sie redet so Haarfarbe wie ich aussehen. Aber ich hab doch gerade gesagt, Aussehen ist egal. Ja, warte, lass mich. Ich hab doch gesagt, das ist Ansichtssache. Aber so, er redet so monoton und was weiß ich was. Also, es passt einfach nicht. Sie redet so betonter alles, wie ich jetzt mal. Und er redet so. Ich rede so eigentlich auch monoton, falls ich nicht weiß. Also, ich denke. Du lächelst, du redest. Wo er geredet hat gerade, die sagt, ja, ich hab doch gesagt, Aussehen ist egal. Also, ich denke, die beiden sind zusammen. Wer? Sie? Ihn. Die zwei, ne? Ja. Weil sie nimmt ihn in Schutz, während er redet. Nein, habe ich doch gar nicht. Also jetzt von beiden Seiten, egal, ich bin jetzt auf keine Seite eingegangen, aber ich meine ja nur wegen Aussehen her. Weil er sagt ja blond und ich habe vorhin gesagt, Optik ist nicht alles. Ich habe ja gesagt, das ist Ansichtssache so. Ja, ich habe gesagt, Ansichtssache, wie du sagst, ich finde. Ja, ich erkläre ja gerade allgemein. Aussehen angefangen. Also, was sagt ihr? Ich sag dir offen und ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zusammen sind. Also ich glaube, das passt. Wen meinst du denn jetzt? Sie und die Nummer 1. Was sagst du, Bilal? Oder 1 raus. Was sagst du, Barello? Wer ist der Freund? Ey, Süße. Barello. Ich glaube, das ist der Freund. Das ist der Freund. Das ist wirklich der Freund, denke ich auch mal. Das. Ja, weil der hat gar nicht reagiert. Also ich habe extra gesagt. Also wir sind alle Nummer natürlich für die Nummer 4. Und ich denke auch zu 99%, zu 90% ist das der Freund. Von allen 5 Kandidaten. So, meine Damen und Herren, was denkt ihr, wer der echte Freund ist? Schreibt das jetzt in die Kommentare, bevor wir zu der Auflösung kommen. Macht Pause, schreibt es jetzt rein. Und ja, wir kommen jetzt zur Auflösung. Wir rufen jetzt alle Kandidaten wieder rein. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wollte nur sagen, dass sie falsch lag. Hä? Hä? Warte mal, was ist jetzt? Was macht der da? Ich hab's euch gesagt. Im Leben. Auf jeden Fall krass. Wallah. Was war das denn jetzt für ein Move? Da war mal Ringe aus. Auf jeden Fall schockierend. Ich bin gerade schockiert. Was bist du auf jeden Fall? Hä? Was bist du auf jeden Fall? Schockiert auch. Ich bin sehr schockiert, Bruder. Wo da einer runterkam, ich dachte, Khalas, wir haben. Das war toll. Aber warte mal, die hat ihn hier maximal abgewehrt, ne? Okay, also war alles echt so, was er erzählt hat. Wie heißt du eigentlich? Amina. Ach, das war echt, also Amina, wie er gesagt hat. 24? Ne? Ja.
Der packt einfach mal einen Ring. Hast du denn nicht geschrieben? Warte mal. Komm sofort raus. Was heißt jetzt diese Ringe? Seid ihr verlobt oder? Wir sind verheiratet. Das ist deine Frau? Ja. Seit wann seid ihr verheiratet? Also wir haben erstmal islamisch geheiratet und dann standesamtlich. Bruder, ich bin schockiert, ja? Ich hab's euch gesagt. Ihr wolltet dich zu Ende hören jedes Mal. Aber sie dachte von ihr? Ja, sie hat sie mir geschenkt, deswegen frage ich sie. Nein, das Ding ist, hätte ich nicht die ganze Story erzählt, dann hättet ihr ja nur die Hälfte und dann wäre es ja nicht so glaubwürdig. Deswegen habe ich. Ja, aber siehst du doch, das hat er nicht gezogen. Aber um ehrlich zu sein, also viel Glück euch beiden, ne? Aber trotzdem langweilige Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt, ja? Eine langweilige Story, aber hey, wenn du überlegst, das ist einfach das Schicksal. Ja, ist ja. So, wir kannten uns gar nicht, aber unsere Eltern kannten sich. Ja, das war echt eine mega Story, ja. Was ist krass? Also, das Problem ist, ich kann das immer noch nicht realisieren, dass du echt der echte Freund bist oder dass ihr verheiratet seid vor allem. Du bist 21 und die ist 24. Ja. Und Alter ist dir egal, ne? Ja, also, er war ja 19, als wir uns kennengelernt haben. Ich war 21. Und daher, also eigentlich ist es. Geht doch voll klar. Der wird dieses Jahr 22, heißt er. Ja, nächste Woche. Wollen wir nicht wissen, aber. Wie dieses Jahr. Ja, erstmal Dankeschön, erstmal Applaus für die beiden. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr mitgemacht habt. Ich finde ich sehr stark. Danke an alle Kandidaten da hinten. Ihr wart auch stark. Ich küsse eure Augen. Dankeschön, danke für die Jury, dass ihr wieder am Start wart. Ich küsse eure Augen. Danke, Khaled. Barello ist am Start. Genau, Barello ist extra aus Hannover. Richtig. Aus Hannover extra hier hingekommen. Genau, Bilal hat den abgeholt. Ich küsse dein Herz, Bilal. Bester Taxifahrer. Wallah, kleiner Hund. So, ja, Freunde, danke euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Peace.